Willkommen zu einem neuen Tag, Leute. Ich habe es mega eilig, wirklich. Es ist schon 1 Uhr. Ich bin gestern erst super, super spät ja schlafen gegangen. Erst gegen 4 Uhr irgendwas und bin dementsprechend heute erst um 11 wach geworden. Habe direkt geduscht, mich schon fertig gemacht. Also ich muss meine Haare gleich noch machen. Und guck mal, Osans Dekowand ist auch da. Ich habe so eine Dekowand in Auftrag gegeben. Ich werde auf jeden Fall jetzt direkt mit der Suppe starten und dann auch Tisch decken. Meine Schwester kommt erst gegen 3, 4. Ich starte es ja um 7. Also ich muss jetzt Vollgas geben. Ich habe jetzt 6 Stunden für alles. Und Leute, schaut mal, das ist so schön geworden. Wow, einfach. Wir sind am Überlegen, ob wir die halt hier lassen, die Dekowand, oder später da zur Küche bringen. Wir müssen mal schauen. Ich finde sie eigentlich hier auch schön jetzt. Sieht auch geil aus mit dem Plexiglas-Tisch und dem Glas hinter der Dekowand. Also richtig schön. Das haben die Mädels von Kayali gemacht. Die kommen aus Bielefeld und Umgebung. Also ja, falls ihr mal einen Anlass habt, die sind so empfehlenswert. Die sind auch so unglaublich lieb, die Mädels. Und die haben es richtig drauf. So, Leute, meine Linsensuppe kocht schon. Und ich mache mich jetzt hier an die Kartoffeln. Die werde ich jetzt schälen. Das werden dann so Kartoffel-Wedges. Boah, ich bin so unter Stress, ne? Friends, meine Frau. Meine Frau ist richtig viel dazugange. Wird gerade alles vorbereitet. Hier schon die Süßigkeiten später nach dem Iftar. Chips, alles mögliche. Boah, ich, wenn ich das sehe. Nudelsalat, normalen Salat. Dann die Suppe ist schon fertig. Zigarrenbericht. Da gibt es noch einige Sachen und draußen ist es heftig am Regnen. Auf jeden Fall, Friends, dann gibt es noch Mini-Burger, hat die Lara gesagt. Kartoffeln im Ofen, dann Hähnchenspieße. Das wird auf jeden Fall richtig krass heute. Ich habe auch schon richtig, richtig Hunger. Ich war heute den ganzen Tag draußen, habe Müll weggebracht, habe ein bisschen aufgeräumt, habe draußen so ein paar Sachen gemacht, habe mich mit Dummern angelegt und ja, ich bin ein bisschen K.O. heute. Ja, ich bereite so alles. Achso, ich habe hier die komplette Terrasse gereinigt übrigens. Ja. Weiß nicht, ob man was sieht. Ja, genau. Die komplette Terrasse habe ich gereinigt. Das war echt extrem dreckig. Also das hat sich richtig reingefressen in die Terrasse. Ich habe einen Hochdruckreiniger bestellt. Damit habe ich das auf jeden Fall gereinigt mit dem Schepper Hochdruckreiniger. Den habe ich mir auf Amazon bestellt und ich bin bislang echt sehr, sehr zufrieden. Und ich habe wirklich noch sehr, sehr wenig ausprobiert. Ich will damit auch mal mein Auto waschen, glaube ich. Ey, du hast Dumann gewaschen. Ich habe Dumann gewaschen damit, stimmt. Der ist klitschnass. Der ist klitschnass und es regnet jetzt. Das ist halt scheiße. Der war klitschnass, sage ich, und es regnet jetzt. Ja, gut, aber der ist halt richtig klitschnass. Ne? Ich habe den wie ein Auto gewaschen, so wie die Lara das schon sagte, mit Shampoo und allem drum und dran. Regnet. Ich hoffe, es scheint nochmal gleich die Sonne und wird noch ein bisschen warm, damit er noch ein bisschen trocknen kann. Hoffe ich, ansonsten muss ich mal vielleicht mit einem Handtuch raus und den mal schön trocknen. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Die nächsten Tage stehen wirklich so ein paar Sachen im Garten an. Hast du die Buchhaltung hochgeladen? Die wir draußen machen werden, hier auf der Terrasse. Ich möchte jetzt schon, dass die Terrasse so in 1-2 Wochen ready ist. Ich hole jetzt bald auch schon unseren Schirm raus, dann hole ich den Sofa raus. Wir brauchen für den Sofa brauchen wir eine Abdeckung. Auf jeden Fall suchen wir noch einen Pergola-Hersteller. Wir wollen die Terrasse überdachen. Da suchen wir auf jeden Fall noch jemanden, der uns dann ein gutes Angebot zukommen lässt. Und ja, so schaut's aus. So, ich habe meine Haare jetzt gemacht, Leute, und mich umgezogen. So sehe ich jetzt gerade aus. Ich weiß nicht, ob ich den Pulli anbehalte oder nicht. Mal schauen. Also ich würde eigentlich sehr, sehr gern diesen Rock anziehen. Mal schauen. So Leute, die Burger Buns. Bismillah. Wenn sie die Ausnackel. Das ist schon zu hoch. Einen Gentleman Spiciness. So jetzt auf 15 Minuten. So, hatte Bismillah. Wir haben echt Zeitdruck langsam, ne? So, und die Burger Buns, Burger Patties müssen wir jetzt anbraten. Das ist eigentlich das Letzte jetzt. Hey. Hey. Nice outfit.
Und deine Haare sind auch fresh. Mädel, was hast du gemacht schon wieder? Böyle şeyleri sen beceriyorsun, maşallah. Boah, das ist ja mal mega krass hier. Was denn? Die Antipassivplatte? Ja, also das, genau, ist ja eine Antipassivplatte. Und das ist auch wunderschön, sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Sowas kann ich, ne? Sowas kannst du sehr gut. Maschallah. Nice. Aber meine Schwester hat auch. Entscheidest du. Ja, schön. Aber meine Schwester hat auch. Allah! Sieht so meine Torte aus, das ist ein kompletter Fail geworden. Und Eli hat auch eine Torte gemacht, die sieht krank aus. Und wir haben auch noch hier Baklava bekommen. Und Leute, schaut mal, erstens, ich habe einfach, weil wir vor 2 Tagen Hochzeitstag hatten, habe ich einfach Rosen bekommen, nachträglich von meinem Mann, richtig süß. Das sieht einfach so schön aus. Wir haben noch gar keine Bilder davor gemacht, ich will auf jeden Fall gleich noch mit Ose so ein Bild machen. Später so an, der bei mir die Lade ablunden. Es gibt wie viele Wölfe? 3. 3. Wie süß sind die? Ja, aber ja, halbe. Für was hast du die bekommen? Ja, bester Fotograf Londons. Küss dich. Happy birthday to you. Cumhuriyet icabı önemli olan bizim hep beraber olmamız. Das Noah. Bunlar sadece sebep yani. So, hani bir araya tamam, gelmek önemli. Tamam başkan olan. Tamam. Seviyoruz seni. Bıçak kesmiyormuş. Bıçak kesmiyor mu? Ne, ist schon das weiter entfernt. İyi ya. Gib ein bisschen näher an den Kopf. Bıçak kesmiyor. Biraz tuzlu geldi. Ich dachte mir, wir schneiden das nochmal durch die Hälfte und dann. Wir haben ja noch eine weitere Torte. Nee, hier. Eine Torte. Warte, warte, wir machen das jetzt wie auf einer Hochzeit. Nein, bitte nicht. Doch. Nein, ich selber. Und wie ist es geworden? War noch lecker. Sehr lecker. Oh Leute, es ist wirklich lecker geworden. Jetzt diesen einen Jungen, diese Videos, wo der so macht. Genau, genau. Und die ist so wichtig. Burada misafir var. Also, er sieht jetzt nicht so krass aus, aber er schmeckt. Aber der inneren. Aber je minder der dem, wallah, aber er schmeckt wirklich gut. Also, ihr könnt es gleich selber beurteilen. Okay, reicht jetzt, mach schon. Okay. Wir machen jetzt Sahur mit der Gang. Also, Reste essen, ne? Aber beste Wallah. Ich nehme das. Auf jetzt auch so. Muchas gracias. Einfach Cola zum Sahur. Er hat so, hey, was? So Leute, wir haben jetzt, haben wir schon 6 Uhr? Kurz vor 6 Uhr, also eigentlich 5 Uhr. Wir hatten jetzt eben eine Zeitverschiebung. Haben wir auch das erste Mal, ne, im Ramadan. Ja. Also das erste Mal haben wir das. Ja. Also quasi die Uhren wurden jetzt eine Stunde nach vorne, ne? Nach vorne genommen. Also hatten wir jetzt bis 5.19 Uhr Zeit zu essen. Aber es ist, also eigentlich wäre es jetzt 5 Uhr, aber wir haben jetzt gleich 6 Uhr. Habt ihr verstanden? Ich hoffe, ja. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt schlafen. Ich schmink mich jetzt noch ab. Ich habe jetzt eben noch hier alles aufgeräumt und sauber gemacht jetzt. Ja, die Jungs pennen hier. Die haben den Mädels das Gästezimmer überlassen. Und der nächste Tag, Leute. Und welcome. Wir haben Sonntag. Es ist Tag 4 vom Fasten. Unser Besuch ist gerade gefahren. Ich habe das jetzt gar nicht mehr aufgenommen. Wir haben gerade, ich glaube, 4 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob wir schon 4 Uhr haben. Ja, die sind gerade gefahren. Wir sind heute einfach um 6 Uhr, wie gesagt, schlafen gegangen und wir waren alle erst so ab 1 Uhr dann wach. Ja, mein Besuch ist weg. Ich bin gerade die ganze Zeit hier am Aufräumen und Putzen. Die Mädels haben mir eben auch ein bisschen noch geholfen. Hier habe ich schon alles soweit sauber gemacht. Osi ruht sich gerade ein bisschen aus, ne? Ja. Ja, ruht sich gerade aus. Ich bin die ganze Zeit hier am sauber machen und putzen und werde mich jetzt um die Wäsche kümmern, die ganzen Bettwäschen und sowas wechseln. Ich habe auch schon oben unsere Bettwäsche jetzt auch abgemacht. Die werfe ich jetzt auch in die Wäsche und die anderen auch.
ansonsten, Leute, wie ihr sehen könnt, in 10 Minuten, nee, nicht mal 10 Minuten ist schon Iftar. Ich bin die ganze Zeit hier am Vlog schneiden und war dabei, den Haushalt zu machen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt an den ersten Ramadeli gesetzt, der gleich online kommt. Und da unten ist der Axel schon am Vorbereiten. Schaut mal. Ich würde sagen, lass uns auch mal langsam runtergehen. Ich habe mein Handy vergessen. Oh, ich bin auch am Vloggen. Hey Freunde, heute ist der Tag. Heute ist der nächste Tag von meinem Geburtstagsiftar sozusagen mit meinen Freunden und die Lara ist so fix und fertig. Deswegen habe ich gesagt, heute mache ich das Essen. Und zwar gibt es Bulgur von die Laras Oma. Dann gibt es Taskebabe. Das zeige ich euch gleich. Das wird richtig gut aussehen mit der Tomatensauce und der Joghurtsoße. Ansonsten noch ein bisschen Restessen von gestern. Und den Tisch habe ich auch soweit gedeckt. Deine Kamera ist dreckig, ich sehe das von hier. Hier hat Urs schon alles gedeckt. Richtig lecker. Osi hat heute alles vorbereitet, weil ich hier oben die ganze Zeit am Videoschneiden bin. Suppe von gestern auf jeden Fall, Nudelsalat, ein Mini-Burger ist übrig geblieben. Wir haben auch voll viel zu Saudi noch gegessen. Ja, und ansonsten, Schatzi Allah Kabulitzen. Und hier hat Osi noch Köfte gemacht mit Biber, also mit Spitzpaprika und Kartoffeln, die hat er in den Ofen gegeben. Also er hat das alles halt selber gemacht. Plus hier nochmal Bulgur. Schaut euch das an. Also richtig Hammer. Er hat. Oh, du hast sogar Jajib gemacht, ne? Guck mal. Hä? Kann ich es ein bisschen mehr verflüssigen? Wie das kartonisch? Nee. Okay, jetzt haben wir. Und so ein Falsch hat er auch gemacht. Rohrklinge, Blech. Hey Leute, heute ist ein neuer Tag und es hagelt auf einmal. Richtig komisch. Aber richtig. Aber richtig irgendwas. Ey, das sieht aus wie Schnee einfach. Wir haben es Ende März und ja, das ist ein deutscher Spiel auch. Ey, das ist richtig krass gerade. Wie heftig es hagelt. Seht ihr den Rasen? Boah. Was denn? Das ist aber toll auf dein Geld. Oha! Oha! So, dann kannst du noch ein bisschen meine Pflänzchen hier zeigen. Ja, erzähl mal, was wird das? Also, damit die Pflanzen Kräfte sammeln und nicht bei so einem Wetter gerade draußen sind, weil in Deutschland kann man ja nicht vorher ahnen, wie das Wetter wird, habe ich hier meine Pflanzen angezüchtet oder hochgezüchtet. Ist das Zucchini? Hochgezüchtet. Ja. Das ist Zucchini, das ist der Kürbis. Kürbis. Genau. Jetzt schon? Das ist Kürbis. Ist das nicht zu früh? Ja, siehst du hier. Das ist Zucchini, das ist Kürbis, das sind Tomaten, die sind halt noch richtig klein. Die kommen ins Gewächshaus? Hey, ich bin in der Olie. Nein. Voila. Heftig. Finde ich gut. Da ist Paprika, da siehst du auch schon die ersten, die groß geworden sind da. Mhm. Und das ist Salatalık. Gurke. Gurke. Leute von heute, da melde ich mich jetzt auch mal persönlich. Ich sehe einfach aus wie eine Shakira, aber ich liebe die Frisur. Ich habe auch ganz, ganz, ganz viele Komplimente auf Instagram dafür bekommen, wie gut mir das steht. Freut mich. Ich glaube, man sieht mich einfach voll selten generell, so mit offenen Haaren. Jedenfalls, wir drehen jetzt einen Haul ab. Ich muss jetzt gleich die Sachen anziehen, abdrehen. Und ja, danach setze ich mich wieder an Ramadeli kochen. Zu Iftar, was machen wir? Ich weiß es noch nicht. Wir haben noch Köfte von gestern, Bulgur von gestern. Ich habe gedacht, dass ich einfach die Köfte nehme, quasi in Dürüm wicke und darüber, also so ein Beti quasi daraus mache. Ja, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Ich, also im Ramadan Essen wegwerfen geht bei mir gar nicht, deshalb versuche ich immer alles zu verwerten. Also generell Essen wegwerfen geht nicht, aber im Ramadan finde ich so noch mehr. Also man sollte noch mehr drauf acht geben, weil sonst hat das Ganze gar nicht Sinn und Zweck erfüllt. Ja. So schaut's aus. Ich nehme euch mit. Leute, übrigens habe ich mit einer neuen Serie angefangen. Die heißt Eile mit Quatsch Tattoo. Ich würde auf jeden Fall sagen, lasst uns mal das Paket aufmachen von Gina Tricot. Oh, geil. Das ist so das
Duke quasi zu dieser Zara-Dingsjacke, zu diesem Zara-Trenchcoat. So Leute, ich bin fertig mit dem Haul und schaut mal, wie es hier aussieht. Hier genauso einfach eine Katastrophe. Und vor allem der Arme, das ist auch noch Osterns Abteil hier. Ich bin auf jeden Fall jetzt fertig mit meinem Haul. Zum Beispiel dieser Blazer, die Bluse und auch dieser Maxi-Rock. Das ist alles aus meinem Haul. Falls ihr die Teile genauer sehen möchtet, schaut euch auf jeden Fall mal meine Stories an auf Instagram. Falls ihr mir dort übrigens nicht folgt, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Weil da teile ich immer richtig geile Outfit ins Boos. Dieser Rock, der ist mir leider viel zu groß. Den muss ich meiner Schwiegermama geben, damit sie mir den enger macht. Ey, die Arme, die ist nur damit beschäftigt, meine Sachen die ganze Zeit enger zu machen, zu kürzen. Irgendwie so gerade so bei Hosen und Röcken. Es sitzt immer an der Taille, meistens nicht. Ja, aber der Rock ist richtig, richtig schön. Also dieser Rock, der ist wirklich wunderschön. Das ist so ein Jeansrock. So, jetzt mache ich mich auf jeden Fall dran, den Vlog zu schneiden. Und danach räume ich es auf, weil sonst kriege ich zeitlich gar nichts mehr hin. Erstmal ziehe ich mich jetzt um. Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute koche wieder mal ich. Gestern habe ich auch gekocht, heute koche auch ich. Und zwar gibt es eine Tomatensuppe, die leider hat... Bock auf eine Tomatensuppe und die mache ich jetzt mit dem Thermomix. Die Lara hat ihr Rezept vorbereitet. Meine Woche oder meine Rezepte? Cremola Tomatis Churbasso. Das steht heute an. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. So Freunde, ich habe eine Knoblauchzehe reingemacht. Jetzt soll noch eine Zwiebel rein. 25 Gramm. 30 Gramm ist auch okay, ne? Mit dem Thermomix. Ein Thermomix vereinfacht euch das Leben. Merkt euch das. So Leute, in 20 Minuten ist es soweit. Wir machen hier gerade noch schnell die Suppe. Osa hat schon damit angefangen. Und wir bringen die jetzt gerade noch zu Ende. Wir machen Tomatensuppe im Thermo. So, ich habe jetzt hier noch schnell den Salat gemacht. Osa kann den jetzt einmal schnell für uns bitte würzen. Du weißt ja, was reinkommt, Schatz. So, ich werde jetzt noch ganz schnell, erinnert ihr euch, ich habe... diese Nudeln gemacht. Ich werde die jetzt ganz schnell ein bisschen aufpimpen und in einer Sahnesoße machen und das als Beilage dann quasi. Und so schaut das jetzt aus, das was ich aufgepimpt habe, Leute. Ich habe einfach Zwiebeln angebraten, dann ein bisschen Salsa, also Tomatenmark. Dann habe ich hier Kochcreme dazu gegeben. Und dann meinen Nudelsalat da reingetan und ein bisschen noch Oregano. Ja, und das war's auch schon. Jetzt ist das so sahnig geworden. Das serviere ich dann gleich so als Beilage noch zu dem Essen von gestern. Ich habe mich auf jeden Fall direkt nach dem Essen an Ramadeli gesetzt. Also ich habe die Küche sauber gemacht und danach mich direkt an Ramadeli gesetzt. Wie gesagt, wir haben heute einfach nur Restessen gemacht. Heute war wirklich nichts Spektakuläres. Ich habe einfach nur für viele Kunden Videos abgedreht und Ramadeli geschnitten. Und Leute, mir ist gerade so schlecht. Also wirklich sehr, sehr schlecht. Mir geht es gerade gar nicht gut. Also beachtet jetzt nicht, dass ich so lache und dies und das. Aber mir ist so schlecht. Es kann auch davon kommen, weil ich seit Stunden am Rechner sitze und mir davon dann übel geworden ist. Also da, wo ich schneide, der iMac, das ist halt auch so groß. Ne? Also gerade muss ich sagen, echt am Rechner geklebt, während ich das geschnitten habe. Deshalb, ich werde mich jetzt gleich abschminken und melde mich dann ab und würde mich dann morgen früh bei euch nochmal melden, weil mir geht es gerade echt nicht so gut, muss ich sagen. Und schaut mal Leute, Osi ist tatsächlich unten eingeschlafen. Der Arme, der schläft schon seit Stunden.